Sehr geehrte Referenten des heutigen Tages, sehr geehrte Frau Berner, sehr geehrter Herr Professor Ali, liebe Frau Steinbacher, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Als Präsident der Goethe-Universität möchte ich Sie herzlich zu der heutigen Veranstaltung, einem Vortrag anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begrüßen. Nach meiner kurzen Begrüßung und einigen Worten, die ich als Hausherr der Goethe-Universität sprechen darf, wird Frau Steinbacher, Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts und Professorin an unserem Fachbereich 8 am Historischen Seminar, Sie ebenfalls begrüßen. Danach folgen die beiden Vorträge der Expertinnen und Experten von Frau Berner und Herrn Ali. Frau Steinbacher wird dann am Abschluss noch einige Worte an Sie zur Verabschiedung richten. Meine Damen und Herren, die heutige Veranstaltung zum 27. Januar, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, ist eine Kooperation des Fritz-Bauer-Instituts zusammen mit dem Präsidium der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Die zeigt, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beziehungsweise als Universität unsere Verantwortung wahrnehmen, unsere Verantwortung mit der deutschen Geschichte umzugehen. Daher freut es mich enorm, dass heute mit Frau Berner und Herrn Ali eine ausgewiesene Expertin und ein ausgewiesener Experte der Erinnerungskultur hier Vorträge halten und Sie um eine neue und uns bisher unbekannte Perspektive bereichern werden. Sie alle wissen natürlich, dass die Geisteswissenschaften der Frankfurter Universität und auch das Fritz-Bauer-Institut im ehemaligen Hauptverwaltungsgebäude der IG Farben sitzt. Diese Interessensgemeinschaft war mit dem Gaszyklon B sowohl an den industriellen Ermordungen wie auch an der Zwangsarbeit der NS-Zeit beteiligt. Mit der Übernahme des Gebäudes durch die Universität, mit der Entscheidung, gerade hier die sogenannten Buchwissenschaften, die Geisteswissenschaften unterzubringen, ist ein bewusster Schritt sowohl in der Umwidmung als auch zur Erinnerung. Dabei ist zu beachten, dass wir in unserem offiziellen universitären Sprachgebrauch nach wie vor vom IG Farben-Gebäude sprechen. Die Umwidmung geht also gerade nicht so weit, Spuren zu verwischen. Statt vergessen zu machen, wollen wir aktiv erinnern, uns dezidiert mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Denn das auf den Menschen abzielende Konzept des lebenslangen Lernens gilt im übertragenen Sinne auch für die Menschheit. Das Lernen aus der Geschichte dient auch dazu, Wiederholungen von so schrecklichen und menschenverachtenden Verbrechen zu vermeiden. Schaut man die täglichen Nachrichten, sieht und erlebt man zum Beispiel die mittlerweile dezentrale Anti-Corona-Demonstration direkt vor der eigenen Haustür. So bekommt man ein Gespür für die gesellschaftliche Zerrissenheit. Und desto wichtiger ist es, die Gründe dafür zu erforschen. Desto wichtiger ist es auch, dass die Wissenschaft der Politik Erkenntnisse und darauf basierende mögliche Handlungsanweisungen an die Hand gibt, um im Sinne einer gerechten Gesellschaft agieren zu können. Wohlgemerkt ist die Politik der Akteur, die Wissenschaft die beratende Stimme. Diese Unterscheidung ist auch im Sinn der Gewaltenteilung wichtig. Dennoch muss sich aber auch die Wissenschaft klar positionieren. Das Leitbild der Goethe-Universität spricht klar und deutlich gegen die zentrifugalen Kräfte wie etwa Rassismus und Antisemitismus. Nur vereint, nur mit gemeinsamen zentripetalen wirkenden Kräften können wir Zukunftsfähigkeit schaffen. Und das ist es, wofür wir als Goethe-Universität stehen. Insbesondere Gedenktage wie der heutige dienen auch dazu, den an sich selbst angelegten politischen Anspruch und das gesellschaftliche Wertesystem zu reflektieren. Meine Damen und Herren, die Instrumentalisierung des Unverstehbaren für das politische Tagesgeschäft. Denken Sie etwa daran, dass das Impfen und die Schutzmaßnahmen gegen Corona zunehmend mit den Verbrechen und Symboliken des Nationalsozialismus verknüpft werden. Die Instrumentalisierung leistet der Banalisierung und der Relativierung Vorschub. Oder denken Sie auch daran, wie die Ängste und Sorgen der Menschen gezielt genutzt werden, um sie durch Falschinformationen nicht nur auf Plattformen wie Telegram zu manipulieren.
Gerade in und für unsere Gesellschaft erlangen Veranstaltungen wie diese heute noch mehr Bedeutung. Denn Gewesenes darf nicht vergessen, banalisiert, relativiert oder verklärt werden. Manche Symboliken dürfen nicht vermischt werden und auch einer zweifelhaften Instrumentalisierung von Inhalten und Geschehnissen und Dingen müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen. Meine Damen und Herren, wieder die Instrumentalisierung der NS-Verbrechen ist eine Verantwortung von uns allen. Wieder das Vergessen ist eine Aufgabe, der wir uns als Universität gemeinsam mit dem Fritz-Bauer-Institut verpflichtet fühlen. Aus diesen Gründen veranstalten seit 2011 das Fritz-Bauer-Institut und die Goethe-Universität gemeinsam diese Gedenkveranstaltung zum 27. Januar. Erster Referent damals war unser hochgeschätzter Kollege Michael Stolleis vom Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte mit dem Vortrag Das unverstehbare Verstehen, der Holocaust und die Rechtsgeschichte. Michael Stolleis, der sowohl dem Fritz-Bauer-Institut als auch der Goethe-Universität immer stets und eng verbunden war, ist letztes Jahr nach einer schweren Krankheit leider verstorben. So kann zu diesem Anlass auch an ihn noch einmal kurz erinnern. Ich freue mich, dass es für den heutigen Tag gelungen ist, die zwei Referenten, Frau Margit Berner und Herrn Götz Ali, einzuladen. Ihre Arbeit zeigt, dass auch die Wissenschaft hier am Beispiel der Anthropologie sich instrumentalisieren lässt. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beinhaltet auch den bewussten Umgang damit, wie und wozu wir die Wissenschaft einsetzen. Denn sie, die Wissenschaft, will so bewusst wie verantwortungsvoll eingesetzt werden. Gerade in der politischen Willensbildung, in der Vergangenheit und umso mehr heute. Der bewusste Umgang und Verantwortungsbewusstsein mit der Wissenschaft sind unverzichtbare Bausteine, wenn man, wie es die Goethe-Universität sich zum Ziel gesetzt hat, das Wissen für die Entwicklung, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert nicht nur erforschen und lehren, sondern auch leben will. Insofern wünsche ich uns allen hier und heute einen erkenntnisreichen Vortrag. Und wenn es mir gestattet sei, ich wünsche mir, dass wir die hier repräsentierten Werte gemeinsam und lautstark in unsere Gesellschaft hineintragen und verteidigen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und ich möchte nun das Wort an Frau Steinbacher übergeben, nicht ohne ihr und ihrem Team. Und ich bin mir sicher auch, in Ihrem Namen noch einmal von ganzem Herzen für die Organisation der Veranstaltung zu danken. Liebe Frau Steinbacher, wir freuen uns auf Ihre Einführung in die Veranstaltung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch sehr, sehr herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Herr Präsident, herzlichen Dank für Ihr Grußwort zur Eröffnung. Es ist sehr schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Veranstaltung aus Anlass des 27. Januar machen, das Präsidium der Goethe-Universität mit dem Fritz-Bauer-Institut. Und ich freue mich sehr, dass heute unsere Gäste sind Frau Dr. Margit Berner und Herr Professor Götz Ali. Und ich darf sie Ihnen beide vorstellen. Frau Dr. Berner ist Humanbiologin und Anthropologin. Sie arbeitet am Naturhistorischen Museum in Wien und lehrt dort an der Universität. Sie arbeitet am Naturhistorischen Museum im Bereich der anthropologischen Sammlungen. Und ihr Buch und ihre Ausstellung, Der kalte Blick, sind das, wie ich meine, großartige Ergebnis eines Projektes, das Frau Berner mit hohem Aufwand betrieben hat, wohlgemerkt neben ihrer eigentlichen Arbeit als Anthropologin. Ihre Forschungsgebiete sind die physische Anthropologie, die Osteologie und die Paläopathologie. Ihre Dissertation hat sie über ein frühbronzezeitliches Gräberfeld und die dortigen Skelettfunde geschrieben. Der kalte Blick ist letztlich das Ergebnis der kritischen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Disziplin der Anthropologie und deren Rolle im Nationalsozialismus. Herr Professor Götz Ali ist Historiker und Politologe. Er ist Experte für die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust und Autor vieler wegweisender und viel diskutierter Bücher. Viele davon sind in mehrere Sprachen übersetzt worden. Ich will nur drei seiner Werke kurz erwähnen.
Das Buch Die Belasteten, Euthanasie 1939 bis 1945, eine Gesellschaftsgeschichte, 2013 erschienen bei S. Fischer. Dann sein Buch Europa gegen die Juden, 1880 bis 1945, erschienen 2017 ebenfalls bei S. Fischer. Und ganz aktuell und in den Medien im Kontext der Diskussion um das Humboldt-Forum auch breit wahrgenommen und diskutiert das Buch Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten, 2021 erschienen. Herr Ali ist außerdem Mitbegründer der großen Quellenedition Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden. Die Arbeit daran hat 2004 begonnen. Die Edition liegt mittlerweile komplett vor in 16 Bänden. Vor kurzem ist der letzte Band herausgekommen. Herr Ali hat eine ganze Reihe von Preisen und Auszeichnungen erhalten, unter anderem neben dem Bundesverdienstkreuz den Heinrich-Mann-Preis, den Ludwig-Börne-Preis und zuletzt den Max-Hermann-Preis, benannt nach einem Berliner Germanisten und dem Gründer des ersten Instituts für Theaterwissenschaft. Er ist 1942 in Theresienstadt ermordet worden. Herr Ali war am Fritz-Bauer-Institut auch einmal Gastprofessor. Das ist schon einige Jahre her. Es ist schön, Sie wieder hier in Frankfurt zu haben, Herr Ali. Herr Ali ist angereist von Berlin und sitzt hier bei uns im Institut. Frau Berner ist uns von Wien zugeschaltet. Bevor ich beiden gleich das Wort gebe, möchte ich noch kurz informieren. Es handelt sich heute um einen Gedenkvortrag. Darum wird es im Anschluss keine Diskussion geben, anders als Sie das von den Veranstaltungen des Fritz-Bauer-Institutes sonst gewohnt sind. So, und jetzt haben die beiden Referenten das Wort. Herr Ali, bitteschön. Ja, herzlichen Dank für die schöne Einführung. Sehr verehrter Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Frau Steinbacher, vielen Dank. Es freut mich, dass ich hier heute mit Ihnen sprechen kann. Verehrtes Publikum, ich weiß nicht, wie viele Sie sind und wo Sie sitzen, aber das geht schon. Ja, rufen wir uns zuerst, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, die Situation heute vor 77 Jahren in Erinnerung. Schließlich geht es darum, an die Befreiung von Auschwitz, an diesen Tag, an diesen Nachmittag vor 77 Jahren zu erinnern. Erst in der Nacht zuvor hatten SS-Truppen das letzte der vier aus Erfurt gelieferten Großkrematorien gesprengt. Eines war im Oktober 1944 bei einem Aufstand des Sonderkommandos zur Leichenverbrennung zerstört worden. Die beiden anderen waren bereits im Dezember zerlegt und Richtung Mauthausen verfrachtet worden. Dort, am Rand der geplanten Alpenfestung, sollte unter dem Codewort Neu-Auschwitz ein gleichwertiges Vernichtungslager entstehen. Bis Ende 1944 waren in Auschwitz mehr als 1 Million Menschen ermordet worden, die allermeisten, weil sie Juden waren. Am 27. Januar verharrten damals noch 7000 von den geflüchteten Wachtleuten zurückgelassene, extrem geschwächte Häftlinge im Lager. Nach Gefechten mit Wehrmachtsverbänden erreichten zwei vermummte Soldaten das Tor von Auschwitz-Birkenau gegen 15 Uhr. 213 ihrer Kameraden waren bei den Kämpfen um Auschwitz gefallen. Ihr Maschinengewehr zogen diese beiden Rotarmisten per Schlitten hinter sich her. Ein Freudenschrei erhob sich in der Menge der Gefangenen. Die Russen sind da. Am 15. April rückten britische Truppen auf das Konzentrationslager Bergen-Belsen vor. Auch dort waren die deutschen Bewacher jäh verschwunden, wie die ungarische Jüdin Lili Weiss bezeugte, die als einzige ihrer großen Familie überlebte, herrschte unter den Mithäftlingen äußerste Spannung. Man hörte Schüsse und Kanonendonner, bis plötzlich aus einem Lautsprecher diese Sätze erschollen. Hier sind die Soldaten der britischen Armee. Ihr seid frei. Ab morgen gibt es Lebensmittel. Die Kranken werden versorgt. Die Gesunden kommen in Quarantäne. Sie können nach Hause. Keine Panik. Jeder bleibt an seinem Platz. Bergen-Belsen ist befreit.
Einige Tage später erreichten sowjetische Truppen den Osten Berlins. Dort, auf dem jüdischen Friedhof im Weißen See, hielten sich einige Dutzend Juden versteckt in den Gräbern, in den Grabhäusern. Unter ihnen Rabbiner Martin Riesenhuber. Er berichtete, man schrieb den 23. April 1945, als es 15 Uhr war, durchschritt das Tor unseres Friedhofs der erste sowjetische Soldat. Aufrecht und gerade war sein Gang. Ich hatte das Gefühl, dass er mit jedem Schritt bei seinem Kommen zu uns ein Stück des verruchten Hakenkreuzes zertrat. Wir umarmten diesen Boten der Freiheit, wir küssten ihn und wir weinten. Für mich, so notierte der Philosoph Rudolf Schottländer, der dank seiner arischen Ehefrau in Berlin-Heiligensee überlebt hatte, war eben Befreiung, was ringsum nur Niederlage und Schrecken bedeutete. Wir wissen heute, dass in diesen Tagen auch die Deutschen, wenn sie so wollten, mit sehr harter militärischer Gewalt von sich selbst befreit wurden und von sich selbst befreit werden mussten. Ja, wir sprechen heute über Tarnung, speziell über die schon genannte anthropologische Untersuchung an sogenannten Ostjuden in Tarnung. Tarne, so hieß das westgalizische Tarnow auf Jiddisch. Es liegt in der Nähe von Krakau, 600 Kilometer von Berlin entfernt. 1939 lebten in der lange österreichisch geprägten polnischen Stadt 25.000 Juden, fast die Hälfte der Einwohner. 1945, nach dem Ende der deutschen Schreckensherrschaft, waren fast alle Tarnower Juden tot. Die Ausstellung Der kalte Blick, letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto Tarnow, zeigt das Leben, den Handel und Wandel der einst bedeutenden jüdischen Gemeinde und deren Ende. Die Mörder waren normale deutsche und österreichische Männer, die weder vorher noch nachher kriminell wurden. Am 9. November 1939, zwei Monate nachdem deutsche Soldaten die Stadt unterworfen hatten, zündeten die neuen Machthaber sämtliche Synagogen und Bethäuser in Tarnow an. Sie taten das gemeinsam mit Männern der volksdeutschen Minderheit in Polen. Gleichzeitig zwangen sie die Juden zum Tragen von Armbinden, zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte, zu Sklavenarbeit und Kontributionen. Sie sperrten ihnen die Konten, beraubten sie ihrer Betriebe und Läden, demütigten sie nach den Regeln ihrer Rassenpolitik, verhängten drastische Aufenthalts- und Lebensmittelbeschränkungen und verboten jüdischen Kindern jeglichen Schulbesuch. Ende 1940 verhaftete die Gestapo 728 in der Mehrzahl christliche Anwälte, Lehrer, Politiker und Geistliche in Tarnow und deportierte sie am 14. Juni nach Auschwitz. Es handelte sich um den ersten Sammeltransport überhaupt in das neu errichtete Konzentrationslager. Mindestens 292 von ihnen überlebten das Lager nicht. Zur selben Zeit verschleppten und ermordeten die Deutschen im gesamten Besatzungsgebiet tausende Angehörige der polnischen Elite, um die Führungsschicht des Landes auszulöschen. Mit dem Beginn des von ersten Tag an mörderisch geführten Krieges gegen die Sowjetunion radikalisierten die deutschen Besatzer im Sommer 1941 ihren Terror auch in Tarnow und Polen. Im Vollgefühl rassischer Überlegenheit entwickelten sie erste Pläne zur physischen Vernichtung als arbeitsunfähig eingestuften Juden mit Hilfe von Giftgas. In den folgenden Monaten formte die Berliner Führung daraus jenes geschichtlich bislang beispiellose Programm, das die Organisatoren als Endlösung der europäischen Judenfrage bezeichneten. Und genau in dieser politischen Situation entstand im Herbst 1941 das Vorhaben zur fotografischen Erfassung, körperlicher Vermessung und Beschreibung typischer Rassenmerkmale sogenannter Ostjuden. Partnerinstitutionen waren das Institut für deutsche Ostarbeit in Krakau, eine wissenschaftliche Ideenfabrik der Besatzungsverwaltung und das Anthropologische Institut der Universität Wien.
Durchgeführt wurde dieses Kooperationsprojekt im März 1942 in Tarnow von den drei Anthropologen Dr. Dora Maria Kalich, Dr. Elfriede Friedmann und ihrem Vorgesetzten Anton Blügel. Wir wissen nicht, welche Maßnahmen über die Aussiedlung der jüdischen Bevölkerung für die nächsten Monate geplant sind. Unter Umständen könnte uns durch zu langes Warten wertvolles Material entgehen, schrieb Anton Blügel an seine Kollegin Kalich im Oktober 1941. Ja, auf der Folie sehen Sie rechts das Institut für Deutsche Ostarbeit. Man hat sich da sehr vornehm eingerichtet in Krakau. Wir waren darauf gestoßen, auf diese Geschichte, Susanne Heim und ich, die übrigens zentral an der von Frau Steinbacher erwähnten Edition zur Geschichte der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden mitgearbeitet hat. 1986 im Archiv der Jagiellonischen Universität bei den Recherchen zu unserem hier, so eine Neuauflage, Buch Vordenker der Vernichtung, stießen wir auf einen Schriftwechsel zwischen Dora Maria Kalich und Elfriede Fliedmann, als sie den beiden Wissenschaftlerinnen, von denen Sie gerade gehört haben. Die vertrauensvollen und wenig förmlich geschriebenen Briefe handeln von der Untersuchung in Tarnow, dem Problem der Auswertung und Thesenbildung, dem Tratsch über die von den beiden Damen als ziemlich unfähig und faul erachteten männlichen Vorgesetzten, zudem von den Plänen für weitere attraktive Forschungsausflüge. Die damals in Krakau und Wien tätigen Wissenschaftler waren ungefähr so alt oder jung wie Susanne Heim und ich damals. An ihren Aufsätzen, Verhaltensweisen, Zitierkartellen und Danksagungen entdeckten wir zahlreiche Momente, die uns an den akademischen Betrieb der Gegenwart erinnerten und mich auch immer noch erinnern. Zudem passte der Fund in unser bereits angelegtes, eine Reihe von Wissenschaftlern betreffendes Kapitel Herrenmensch, ein Lebensgefühl. Man muss sich vorstellen, man bekam damals in Krakau eine Buschzulage, hatte Steuervergünstigungen, brauchte keine Lebensmittelkarten. Man lebte ja sehr gut und man war weit weg von zu Hause und hatte es eigentlich ganz schön. Deshalb gaben Susanne Heim und ich dem Abschnitt über Fliedmann und Kalich kurzerhand die Unterüberschrift Emanzipation. Aus ihren Privatbriefen und ähnlichen Schriftzeugnissen schlossen wir auf die innere Haltung der dem damaligen Mainstream folgenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Sie wünschten sich eine gesicherte Finanzierung ihrer Forschungsvorhaben, Privilegien und eine möglichst konsequente Umsetzung ihrer theoretischen Ergebnisse in der gesellschaftlichen Praxis. Das Besondere war, dass sie in der Situation des Krieges und unter dem Schirm der nationalsozialistischen Staatsziele alle tradierten ethischen Bedenken über Bord werfen konnten und diese Möglichkeit im Sinne ihres Karrieredenkens sofort ergriffen. Zudem hatten sie im besetzten Polen uneingeschränkten, von der SS und Machthabern der Besatzungsregierung geförderten Zugriff auf ihre Objekte, zum Beispiel auf die ihrer Freiheit beraubten, bereits zur Ermordung vorgesehenen jüdischen Familien. Auch diese Gelegenheit nutzten sie zur Beschleunigung ihrer Projekte bedenkenlos. Die sogenannte NS-Ideologie spielte in den Köpfen solcher WissenschaftlerInnen eine sekundäre Rolle. Sie waren gewöhnliche OpportunistInnen. Das Schicksal der Tarnower Juden interessierte Susanne Heim und mich damals nicht. Wir hatten es auf die Täter und Täterinnen abgesehen, auf die verschiedenen Profiteure und Profiteurinnen des Regimes. Unser täterbiografisch beschränkter Blick machte uns hinsichtlich der Tarnower Juden blind. Es änderte sich erst einige Jahre später, nachdem wir Auszüge aus der Kalich-Fliedmann-Korrespondenz 1991 veröffentlicht hatten, hielt ich im Herbst 1999 in Wien einen Vortrag über die Euthanasiemorde. Danach sprach mich Margit Berner an und sagte: Sie haben doch die Untersuchung an den Tarnower Juden geschrieben.
Wir haben die Fotos davon im Naturhistorischen Museum. 1987 veröffentlichte Götz Ali das Posener Tagebuch des Anatomen Hermann Voss und verwies darin auf einen schwunghaften Handel mit Skeletten und KZ-Opfern, unter anderem mit dem Naturhistorischen Museum in Wien. Doch erst 1991, als die Schriftstellerin Elfriede Jelinek in einem Zeitungsartikel eine im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrte anatomische Sammlung ansprach, begann die interne Recherche auf Anweisung des damaligen Direktors. Ich erhielt die Aufgabe, dem nachzugehen. Tatsächlich fand ich in der Sammlung die anatomischen Präparate, Schädel und Totenmasken jüdischer KZ-Opfer und Schädel polnischer Widerstandskämpfer, angekauft 1942 von dem bereits genannten Anatomen Hermann Voss. Die Kranier, die jüdischen Opfer, wurden in der Folge an die israelitische Kultusgemeinde übergeben und bestattet, die Totenmasken dem Jüdischen Museum in Wien überantwortet. Die Kranier der polnischen Widerstandskämpfer hingegen erst 1999 an die polnische Botschaft in Wien übergeben und in Polen in der Folge bestattet. Das Wiener Jüdische Museum thematisierte den Ankauf in zwei Ausstellungen, Beschlagnahmt und Maskenversuch über die Shoah. Und im Zusammenhang damit recherchierte ich weiter und fand noch weitere Unterlagen zu Vermessungen an Wiener Juden und Kriegsgefangenen und auch noch andere. 1997 kontaktierte ich dann das Wiener Institut für Zeitgeschichte und in der Folge wurde das gerade begonnene Projekt Untersuchungen zu anatomischen Wissenschaften 1938 bis 1945 auch auf das Museum ausgedehnt. Ich verfasste gemeinsam mit der damaligen Direktorin der Abteilung, Maria Teschner-Nikola, einen Bericht und wir legten alle in der Abteilung aufbewahrten Unterlagen aus der NS-Zeit offen. Zu der von mir aufgefundenen Sammlung einer rassenanthropologischen Untersuchung an staatenlosen Wiener Juden entstand 1999 eine Ausstellung in der Gedenkstätte Buchenwald und 2001 ein Forschungsprojekt zusammen mit Zeithistorikern in Wien. Im Zuge dieser Recherchen bin ich dann auch auf die Schachtel mit den nummerierten Fotografien aus Tarnów gestoßen, bei denen jetzt alle Abzüge als aufgefaltetes Archiv sichtbar, aber doch verdeckt im Zentrum unserer Ausstellung Der kalte Blick stehen. Diese Fotosammlung war zusammen mit zwei Mappen in den 1980er Jahren aus dem Nachlass von Dora Maria Kalisch ans Museum gelangt. In den Mappen fanden sich eine getippte Liste mit den Namen der 106 Familienväter, deren Adressen, Berufe und die Anzahl der fotografierten Familienmitglieder. Des Weiteren familienweise aufgenommene Fingerabdrücke und statistische Auswertungen. Per Zufall habe ich dann das Buch von Götz Ali und Susanne Heim in einer Buchhandlung entdeckt, Vordenker der Vernichtungen und den Briefwechsel der Anthropologin. Die beiden jungen Wissenschaftlerinnen hofften bei den untersuchten Familien, die hauptsächlich aus dem orthodoxen Judentum stammten, die typischsten Vertreter des ursprünglich galizischen Judentums zu finden. Sie hatten sich das damals eigentlich relativ moderne und staatlich auch geförderte Ziel gesetzt, die Vererbungswege sogenannter Rassenmerkmale mit Hilfe des intergenerationellen Vergleichs Eltern und Kinder zu beschreiben und zu typisieren. Dieses wurde vom 23. März bis zum 4. April 1942 durchgeführt. Als Ort wurde Tarnów festgelegt, der Kreishauptmann und der Stadtkommissar stellten die Räume bereit. Der von den deutschen Besatzern eingesetzte Judenrat musste die 106 Familien mit mindestens zwei Kindern benennen, die älter als 4 Jahre waren. Die zur Vermessung bestimmten insgesamt 565 Männer, Frauen und Kinder wurden vom Sicherheitsdienst der SS zum Untersuchungsort befohlen. Schätzungsweise dauert so eine Aufnahme je nach Wartezeit einige Stunden für jede Familie. Mit den speziellen Messgeräten, Kleidzirkeln, Tasterzirkeln, einem Maßband wurden die Gesichter und Körper vermessen. Zusammen mit Hilfskräften beschreibende Merkmale wie die Haarform, die Augenform, die Angaben zur Nase, Bemerkungen zu den Ohren und mit einer sogenannten Augenfarbtafel und Haarfarbentafel die Farben von Augen und Haare bestimmt.
Eine Hilfskraft zeichnete mit Farbstiften ihre Struktur nach, andere nahmen die Fingerabdrücke. Der junge Fotograf Rudolf Dodenhoff fertigte die Zwangsporträts der jüdischen Frauen, Kinder und Männer an. Sie ähneln kriminalpolizeilichen Fotografien und wurden zum Zweck der Vergleichbarkeit mit dem kalten und objektivierten wissenschaftlichen Blick streng standardisiert und nummeriert aufgenommen. Von jedem Familienmitglied machte er 4 Fotos, eines von vorne, im Profil, in der Drittelansicht und eines mit dem Kopf in den Nacken gelegt. Schon zuvor hatten die Männer Schläfenlocken und Bärte abschneiden müssen. Der Fotograf kam übrigens aus der Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen und wurde dort später zum hochgeachteten Meisterfotograf. Die vertrauensvoll und wenig förmlich geschriebenen Briefe handeln von der Untersuchung in Panow, den Problemen der Auswertung und Thesenbildung und dem Tratsch über die von den beiden Damen als ziemlich unfähig erachteten männlichen Vorgesetzten. Zudem von Plänen für weitere Untersuchungen. Hören Sie dazu jetzt einige Ausschnitte. Karlich an Friedmann, 8. April 1942. Und nun, liebe Frau Doktor, möchte ich Ihnen herzlichst für Ihre Hilfe, Ihre Mühen und vor allem für Ihre wunderbare Kameradschaft danken. Es macht einen richtig froh, dass es noch Menschen gibt, bei denen Geld und Stellung nicht an erster Stelle stehen. Und am 4. Mai 1942 harren Sie einstweilen in Krakau aus. Vor dem Sommer entscheiden sich dann noch viele Dinge. Lassen Sie 5 Messen lesen, damit Sie die Arbeit rascher loswerden und dann stürzen Sie sich gleich auf die Kopfumrisse. Sie kennen ja meinen Standpunkt. Zeigen, dass auch Frauen etwas können. Friedmann an Karlich, 13. Mai 1942. Übrigens könnten wir ruhig noch ein paar Tage nach Tarnow fahren und das Material vervollständigen. Die Fleischtöpfe von Tarnow müssten Sie doch auch locken. Am 19. des Monats muss Dr. Plügel übrigens einrücken und noch einige Herren vom Institut. Ich kann ja nur sagen, das tut Ihnen ganz gut. Friedmann an Karlich, 29. Mai 1942. Von Dr. Plügel habe ich aus Stralsund einen Brief bekommen. Er bleibt dort zur Ausbildung bei einem Infanteriebataillon zusammen mit Dr. Heinrich Gottorn. Da können Sie wenigstens weiter fachsimpeln. Gottorn kommt zum Schluss noch ganz gebildet und als Wissenschaftler aus dem Feld zurück. Karlich an Friedmann, 4. Juni 1942. Bei uns ist auch ein Affenzirkus. Schön langsam kann ich Ihnen nachfühlen, dass Sie sich über manches und manchen sehr ärgern müssen. Man kann nur sagen, oh, diese Männer, scheußlich. Unserer, gemeint ist Dr. Karl Tupper, Ihr Vorgesetzter, ist launenhaft wie eine alte Jungfrau. Friedmann an Karlich, 4. Juni 1942. Heute habe ich Termin beim Direktor. Ich bin ja neugierig, was da herauskommt. Vermutlich werde ich wieder mich nur unnütz ärgern. Dieser Direktor, das war Dr. Wilhelm Koblitz. Susanne Heim und ich haben den noch besucht. Das war ein enger Freund von Hans Frank, der dieses Institut dort geleitet hat. Karlich an Friedmann, 9. Juni 1942. Zuerst danke ich Ihnen für die prompte Übersendung der Farbfilme. Leider hat sie der Musterfotograf alle unterbelichtet. Aber vom künstlerischen Standpunkt sind sie wunderbar. Ich werde aber doch versuchen, einige bei meinem morgigen Vortrag zu zeigen, denn es putzt doch etwas auf. Noch dazu hat der gute Dodenhoff uns tatsächlich einen Beweis für seine Eignung zum Festhalten der Gesichtsausdrücke geliefert. Ich überlege Ihnen schon sehr, ob ich jetzt nicht zu Ihnen nach Krakau kommen soll, denn unser Stellvertreter, gemeint ist wieder Tupper, lebt nur seine Passionen. Die Hilfskraft desgleichen und die neue Schreibkraft ist ein ausgesprochenes Luder. Ich komme mir mit den anderen wie ein ausgewachsener Affe vor. Und am 9. Juli 1942, sehen Sie, das ist das Schöne bei Ihnen, dass Sie sich so entfalten können. Bei uns sind einem die Hände gebunden. Unser lieber stellvertretender Chef hat für nichts Interesse, was nicht auch ihn persönlich angeht. Also, auf frohes Wiedersehen und gute Arbeit. Die ganzen netten Tarnower Tage werden mir erinnerlich. Und wir freuen uns alle auf das neue Abenteuer.
Herzliche Grüße und alles Liebe, Ihre Dora Karlich. Friedmann an Karlich, Oktober 1942. In Galizien kann ich auch keine Juden mehr untersuchen. Von den Tarnowern sind im Ganzen nur noch 8000 da. Aber wie mir SD-Chef Willy Bernhard sagte, von unseren fast niemand mehr. Unser Material hat also schon Seltenheitswert. Wer waren aber jetzt die Männer, Frauen und Kinder auf den Fotos? Was ich damals nicht konnte, war den Fotografien ihren Namen zuzuordnen. Dazu musste ich eigentlich in gewissermaßen den in den verschiedenen Archiven verstreuten Beständen in Krakau, Warschau, Berlin, Wien und Washington nachgehen und die Arbeitsunterlagen des niemals abgeschlossenen Projekts wieder zusammenführen. Mit Hilfe eines Stipendiums im United States Holocaust Memorial Museum konnte ich 2002 die Namen und Geburtsdaten mit den auf den Fotos verbundenen Nummern verbinden. Ein großer Teil der Akten des Instituts für deutsche Ostarbeit war am Ende des Krieges nach Cham am Rande des Bayerischen Walds verlagert worden und gelangte als Captured Records ins Pentagon nach Washington. Da sich die Aufzeichnungen als nicht wichtig für die militärgerichtlichen Ermittler herausstellten, wurden diese anthropologischen Untersuchungen Anfang 1947 der anthropologischen Abteilung des Smithsonian National History Museum angeboten. Dieses Museum erachtete die Vermessungsdaten und Fotografien als eine Bereicherung ihrer Bestände. Doch auch dort lagerten sie, bis sie Ende der 1990er Jahre katalogisiert wurden. Doch mir war es nunmehr möglich, die Spuren der Familien zu suchen. Zunächst konnte ich drei Überlebende finden, Viktor Dormann, Steve Israeler und Franja Haverland. Und zwei davon konnte ich damals auch besuchen. Sie waren alle die einzigen Überlebenden ihrer Familien und sie hatten keine Erinnerung an die anthropologische Untersuchung. Die Begegnung machte mir aber deutlich, wie wichtig für die Überlebenden neue Informationen und Fotografien über ihre Familien sind. Meine Recherchen waren aber auch sehr ernüchternd. Ich konnte ja kaum Spuren der Familien finden. Für Tarnow gibt es keine namentlichen Aufzeichnungen über die Ermordeten. Wie in vielen anderen polnischen Städten wurden alle Dokumente und Listen von den Mördern beseitigt. Erst Jahre später setzte ich meine Recherchen fort und suchte 2013 um ein Stipendium in Jaworzno an. Und dank der dann zwischenzeitlich begonnenen Digitalisierung vieler Archivbestände, wie eben auch der riesigen Kartotheken von Bad Arolsson oder der Videointerviews von Steven Spielberg, 1994 gegründeten Shoah Foundation und der Gedenkblätter aus Yad Vashem, konnte ich nun umfangreiche Nachforschungen zu den vielen Ermordeten durchführen. Für 30 Familien fand ich einen Hinweis auf überlebende Familienmitglieder und von der Hälfte davon sogar eigene Berichte zur Familiengeschichte und zur Verfolgung. Zu meiner großen Überraschung berichteten zwei Überlebende, Rachela Engelhardt und Nathan Katz, von der Untersuchung. Einmal kamen deutsche Wissenschaftler, um an uns Studien zu treiben, erzählte Nathan Katz 1998. Sie wollten herausfinden, wer von uns typische Rassenmerkmale hat und wenn jemand diese Kriterien erfüllt, wollten sie genau wissen, welche Abstammung er hatte. Rachela Engelhardt berichtete noch nach Jahrzehnten mit Entsetzen. Eines Tages mussten wir zu den Deutschen zum Fotografieren gehen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Sie nahmen uns aber alle nackt auf. Anhand der 1942 penibel ausgefüllten Fragebögen konnte ich zu jedem einzelnen Familienmitglied ermitteln, wer überlebte. Sofern ich bei meinen Nachforschungen auf Fotografien, Namen, Geburtsdaten von nicht untersuchten Kindern stieß, sind diese auch mit aufgenommen in meine Untersuchung. So konnte ich die Anzahl der Familienmitglieder von 565 auf 631 erweitern. Aus diesem Kreis fanden sich dann Spuren von 41 Überlebenden. Von dreien ist der Überlebensweg unbekannt. 10 Männer und eine Frau retteten sich in die Sowjetunion und nur 26 überlebten den Holocaust in deutsch besetzten Polen.
Wo immer es möglich war und wo ich private Fotos von Familien gefunden habe, haben wir sie in der Ausstellung und in meinem Buch den anthropometrischen Fotos gegenübergestellt. Franja Haverland ist die einzige Überlebende ihrer Familie. Die Eltern und Jakob wurden 1942 ermordet. Abraham kam im März 1945 in St. Valentin, einem Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen, zu Tode und nur Franja überlebte. Sie wurde im Mai 1945 von Soldaten der Roten Armee in Theresienstadt befreit und emigrierte dann später nach Frankreich. Franja besitzt einige ältere Familienfotos und diese stehen in starkem und scharfem Kontrast zu den unter Zwang aufgenommenen Fotos, anthropometrischen Fotos. Doch zeigen wir hier, dass diese Zwangsporträts ihrer Eltern und Brüder die letzten Bilder aus der Zeit der deutschen Terrorherrschaft sind. Die allermeisten von den Anthropologinnen fotografierten Männer, Frauen und Kinder wurden nur wenige Wochen und Monate nach der Untersuchung ermordet. Am 11. Juni 1942 begann der Massenmord an den Tarnower Juden. In den 3 Tagen und 3 Nächten davor hatten der Leiter des Deutschen Arbeitsamtes, der Wiener Arbeitsamtbeamte Emil Autzinger, und dessen Mitarbeiter Listen von tausenden Juden erstellt, die sie als nicht arbeitsfähig einstuften. Das waren insbesondere auch Mütter mit Kindern, die als nicht arbeitsfähig galten. Entsprechend wurden die Ausweise gekennzeichnet. Für das Zusammentreiben und Morden rückte Verstärkung an. Es ging dabei übrigens um die Ermordung von insgesamt etwa 200.000 westgalizischen Juden. Das ist in diesen Wochen hintereinander weg geschehen und vollzogen worden, ganz ähnlich wie in Tarnow. Für das rückten die Verstärkung an. Teile des aus Lübeck stammenden Polizeibataillons 307, deutsche Gendarmerie, Angehörige der Waffen-SS und der Volksdeutschen Hilfspolizei waren beteiligt. Die polnische Polizei, die sogenannte Blaue Polizei und Jugendliche des polnischen Baudienstes mussten Hilfsaufgaben erledigen. Insgesamt wurden binnen einer Woche 12.000 Juden der Stadt Tarnow ermordet. Die hier vorgestellten Täter stammten aus allen sozialen Schichten Deutschlands und Österreichs. Teils hatten sie der deutschen Minderheit in Polen angehört. Für die meisten erbrachten der Eintritt in den Polizei- und SS-Apparat berufliche Sicherheit und sozialen Aufstieg. Im Durchschnitt waren sie 38 Jahre alt, als sie an der Ermordung der Juden teilnahmen. An ihrem Einsatzort Tarnow hatten sie unbegrenzten Zugriff auf Lebensmittel und Sachgüter, waren vor Bombenangriffen sicher, mussten nicht an die Front und konnten sich als Herrenmenschen aufspielen. Am 11. Juni 1942 wurde damit begonnen, jene Juden, deren Ausweise mit einem K gestempelt waren, zum Marktplatz zu treiben. Das sehen Sie hier auf diesem Bild. Das ging die ganze Woche über, wurden auf diese Weise die Tarnower Juden, insgesamt 12.000 Menschen in diesen Tagen, zusammengetrieben. Dort begannen SS und Polizei, einzelne Menschen zu erschießen oder zu erschlagen. Überall lagen Leichen. Die Zusammengetriebenen wurden in das Vernichtungslager Belzec abtransportiert, nur zum Teil, weil die Kapazitäten dort nicht ausreichten. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, dieses Vernichtungslager, ein mit Autoabgas betriebenes Vernichtungsstätte, ist im Spätherbst 1941 begonnen worden mit einer Tageskapazität von 500 Menschen, die man dort hat töten können. Es ist dann sehr schnell im Frühjahr, also im Februar schon März 1942 wieder geschlossen worden und auf eine tägliche Kapazität von 2.000 erweitert worden.
Und nun begann der Betrieb hier in dieser Weise. Diejenigen, die nicht abtransportiert werden konnten über die Bahn, die wurden erschossen an diesen Tagen. Und zwar einmal auf dem jüdischen Friedhof von Tarnow, also das hörte man in der ganzen Stadt, und in einem nahegelegenen Waldstück. Nach 7 Tagen waren 8000 jüdische Kinder, Frauen und Männer in Belzec mit Motorgasen ermordet und etwa 4000 in Tarnow erschossen worden. Ulrich Baumann und Uwe Neumerker, die die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas leiten und an dieser Ausstellung mitgewirkt haben, ist es schon vor vielen Jahren gelungen, die Fotos vom Marktplatz in Tarnow eindeutig und richtig zu lokalisieren. Sie waren lange Zeit, nicht zuletzt in der vom Hamburger Institut für Sozialforschung erarbeiteten Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht, die 1995 gezeigt worden ist, falschen Orten und auch falschen Ereignissen zugeschrieben worden, auch im Archiv von Yad Vashem. Zu den damit verbundenen Analysen und Recherchen schreibt Baumann: Als wir 2004 am Ort der Information beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas arbeiteten, erhielten wir von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem 5 Fotos. Sie stammten aus dem Staatsarchiv in Minsk und waren auf Russisch wie folgt beschriftet: Jüdische Bevölkerung der Stadt Minsk, die von den Okkupanten in das Ghetto getrieben wurde, Sommer 1941. Minsker Juden, die für den Abtransport ins Ghetto zusammengerufen wurden, 1941. Schaffung des Minsker Ghettos durch die deutschen Okkupanten im Sommer 1941. Im Katalog der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht des Hamburger Instituts für Sozialforschung waren dieselben Fotos 1997 entsprechend der Minsker Beschriftung als Übersiedlung ins Minsker Ghetto bezeichnet worden. Ein Blick auf die Renaissancebauten im Hintergrund der Bilder ließ uns, Uwe Neumerker und mich, zweifeln. Die Gebäude sprachen gegen Minsk. Aber für welche Stadt sonst? Eine vergleichende Prüfung verschiedener Ansichten polnischer Städte und historischer Plätze führte uns zur richtigen Zuordnung, zum Marktplatz von Tarnow. Mit Hilfe von Adam Bartosz, dem damaligen Direktor des Tarnower Regionalmuseums, gelang die Zuordnung der Bilder auf den Sommer 1942. Als Indiz diente ein genau in diesen Monaten eingerüstetes Haus. Und daraus schlossen wir, die Fotos zeigen in Tarnow wohnende, zwangsweise dorthin umgesiedelte Juden, die zwischen dem 10. und 19. Juni 1942 auf dem Marktplatz zusammengetrieben und anschließend ermordet worden waren. Diese Feststellungen berufen auf starken Indizien. Aber woher kamen die Fotografien? Wer hatte sie gemacht? Auch diese Fragen konnte Ulrich Baumann 2020 während der Arbeit an der Ausstellung klären. Auf seine Bitte hin gelang es, unserem Kollegen Alexander Dahuski im belorussischen Nationalarchiv Minsk das im Mai 1942 begonnene Kriegstagebuch des Polizeibataillons 307, das ist so ein Polizeibataillon wie das Hamburger Polizeibataillon, das Christopher Browning beschrieben hat, ausfindig zu machen. Es enthält genau datierte Eintragungen zur Beteiligung der 3. Kompanie des Bataillons am Massenmord in Tarnow. An dieser Stelle befindet sich auch ein Blatt mit allen 6 der so lange falsch verorteten Fotos eindeutig beschriftet als Judenaussiedlung in Tarnow. Sie sehen das hier auf dem Blatt. Sehen Sie den ganzen Marktplatz, da sehen Sie auch unten dann Menschen, wie sie hingetrieben werden auf diesen Platz aus den einzelnen Straßen heraus. Auf Befehl Heinrich Himmlers wurde diese Polizeitruppe im Mai 1942 aus der besetzten Sowjetunion in den Distrikt Krakau verlegt. Die 3. Kompanie der 307er erhielt den Befehl, ab dem 10. Juni an der Aktion Aussiedlung der Juden mitzuwirken. Am 19. Juni wurde im Kriegstagebuch des Bataillons knapp vermerkt, die Zahl der Juden in Tarnow hat sich um 16.000 verringert. Das war etwas übertrieben. Das Dokument gelangte nach Kriegsende in den Besitz tschechoslowakischer Behörden. Diese übergaben es später im Zuge strafrechtlicher Ermittlungen an die Sowjetunion.
Heute liegt es, wie gesagt, im Nationalarchiv der Republik Belarus. In unserer Ausstellung konnten wir den Tableaus, die von den arbeitsteilig agierenden Massenmördern handeln, konkrete Beschreibungen der Menschen gegenüberstellen, die das Morden aus nächster Nähe beobachtet hatten und überlebten. Die folgenden Auszüge beziehen sich alle auf die Schreckenswoche im Juni 1942. Rachela Engelhardt. Es war an einem Montag im Juni. An diesem Tag haben sie 10 Mitglieder meiner Familie mitgenommen. Meine Schwester hatte 2 Kinder. Ich hatte die Erlaubnis zu bleiben. Meine Brüder hatten sich versteckt. Ich bat die Deutschen, mir das Kind meiner Schwester zu lassen. Sie hatten ja schon 10 von uns weggenommen. Sie sagten, okay, ein anderer Trupp wird kommen, um das Kind zu holen. Am nächsten Donnerstag, nachdem ich ihnen das Kind gezeigt hatte, versteckte ich mich auch. Geholt hatten sie meine Mutter, meinen Vater, meine älteste Schwester, ihr Kind, dann Golda, Esther, Yusif, Pessa, Rivka und Libusch. Meine Geschwister, zwei meiner Brüder hatten sich versteckt und ich durfte das eine Kind behalten. Zu diesen Berichten ist zu sagen, der Großteil stammt aus der Spielberg Foundation, aus diesen lebensgeschichtlichen Berichten, die so zwischen 2 und 5 Stunden lang sind. Einzelne aber auch hat Margit in Yad Vashem gefunden und auch einen als Zeugenaussage in einem deutschen Strafprozess. Steve Israeler, den Sie hier sehen, der heute 91-Jährige berichtete, 2 Tage, nachdem wir abgestempelte Ausweise bekommen hatten, schlossen die Deutschen den Stadtteil. Sie stürmten in die Häuser, zerrten Menschen auf die Straße und erschossen sie. Meine Eltern und beide Schwestern waren unter den Opfern. Die Schwestern und meine Mutter wurden direkt ermordet, mein Vater leider nicht. Er schaffte es nach der Aktion noch nach Hause. Die Deutschen mussten Hohlspitzpatronen benutzt haben. Die Kugel durchschlug seinen Kopf. Mein Vater konnte weder sprechen noch essen, noch sich von einem Arzt behandeln lassen, weil kein Arzt es wagte, das Haus zu verlassen. Niemand hat das gewagt. Also verblutete mein Vater. Israel Beicher. Im Juni 1942 kam eine SS-Brigade nach Tarnow. Eine Woche davor hatte die Gestapo den Leuten befohlen, am großen Marktplatz zu erscheinen. Sie hatten viele Tische aufgestellt und pro Familie sollte ein Mitglied Arbeitsausweise abholen. Meine Schwester, mein Vater und ich bekamen einen Ausweis, nur meine Mutter nicht. Am Tisch saß ein Gestapo-Mann. Er hatte 2 Stempel, einen mit einem Hakenkreuz, dem Zeichen der deutschen Regierung, und einen bloß mit dem Buchstaben K. Meine Mutter hatte großes Glück. Der Gestapo-Mann gab meinem Vater, meinem Bruder und mir ein Hakenkreuz. Die meisten erhielten ein K. Als die SS-Brigade kam und von Tür zu Tür ging, wurden alle Leute, die ein K im Ausweis hatten, an Ort und Stelle erschossen oder deportiert. Diejenigen mit einem Hakenkreuz wurden in Ruhe gelassen. Weil wir 3 Ausweise mit Hakenkreuz hatten, sagten sie, dass die 4. Person bei uns bleiben dürfe. So überlebte meine Mutter dieses Mal. Am Montag, Mittwoch und Freitag fanden Aktionen statt. Usias Holländer berichtete: Als wir zum Judenrat gingen, sahen wir überall Menschen mit Gepäck in der Stadt. Auf den Ecken der Straßen waren Maschinengewehre aufgestellt, die auf die Fenster gerichtet waren. Es war verboten, sich am Fenster sehen zu lassen. Es fuhren dauernd Lastwagen vorbei, die voll mit Menschen waren. Erst später erfuhren wir, dass an diesem Tage tatsächlich passiert war. Am Fluss Dunajec befanden sich alte Schützengräben, und zwar im Walde. Dort auf dem Friedhof wurden die Menschen massenweise erschossen. Die Bäume auf dem Fluss Dunajec zeigen noch deutlich die zahlreichen Kugellöcher der Maschinengewehre. Von den Sammelposten in der Stadt
woraus wurden abwechselnd jedes Mal drei Lastwagen mit Juden zum Dunajec und wieder drei Lastwagen zum jüdischen Friedhof gebracht. Das dauerte so den ganzen Tag. Wir haben nur Schießen gehört, wussten jedoch nicht, was es zu bedeuten hatte. Erst danach wurde das Ghetto geschlossen. Wir haben immer so die Vorstellung, Ghetto Warschau, Ghetto Litzmannstadt, Lodz, große Mauer, fest umschlossen. Das war in diesen polnischen kleineren Städten nicht so. Das waren Bretterzäune, ein bisschen Stacheldraht. Und die Schließung ging erst langsam Schritt für Schritt voran. Ein Tag nach dem Ende des ersten Massenmords, am 19. Juni 1942, ordnete Kreishauptmann Alfred Kipke, das war ein normaler Verwaltungsjurist, der war ursprünglich Landrat gewesen, die Bildung eines geschlossenen Ghettos an. Juden aus anderen Stadtteilen mussten dorthin umziehen. Am 9. September 1942 stempelten Gestapo-Männer und Mitarbeiter des Arbeitsamtes abermals die Ausweise. In den folgenden Tagen wurden 7.000 Ghettoinsassen, darunter 1.000 Juden zusammengetrieben, teils in Tarnow erschossen, teils nach Belzec deportiert. Der dritte Massenmord folgte am 15. November 1942. Dabei starben 2.500 Tarnower Juden. Die dann noch lebenden 8.000 Ghettoinsassen teilten die Deutschen auf. Im Ghetto A lebten die Zwangsarbeiter, im Ghetto B alle anderen. Letztere wurden kaum noch mit Nahrung versorgt und waren auf lebensgefährlichen Schmuggel angewiesen. Die ganz Aufmerksamen unter Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, haben vielleicht gemerkt, dass manche Zahlen hier nicht zusammenpassen. Wir haben vorhin gesagt, in Tarnow lebten 25.000 Juden. Wenn Sie hier die Zahl der Toten und Ermordeten und noch Lebenden addieren, kommen Sie auf knapp 35.000. Das kommt deswegen, weil aus den Landstädten und insbesondere aus Krakau als die Hauptstadt des Generalgouvernements der deutsch besetzten Zone judenfrei gemacht wurde, sehr früh, also judenfrei in Anführungszeichen, sind 5.000 jüdische Bürger und Bürgerinnen von dort nach Tarnow umgesiedelt worden. Also in diesem Ghetto lebten immer mehr und immer enger die Menschen und die Zahlen der auch dann noch neu eingesiedelten und dazu gepackten veränderten sich ständig. Im September 1943 folgte der letzte Schritt, genannt Aktion Judenrein. SS-Untersturmführer Amon Goeth, Leiter des Zwangsarbeitslagers Krakau-Plaschow, kommandierte die Liquidierung des Restghettos. Ungefähr 6.000 Juden mussten auf dem Magdeburger Platz, anders nicht der Marktplatz, ist ein anderer Platz, antreten und sich niederknien. 2.000 Juden wurden ausgesucht, die zusammen mit ihren Betrieben nach Krakau-Plaschow verlegt wurden. Alle anderen, 4.000 Männer, Frauen und Kinder aus Ghetto A und B, wurden nach Auschwitz deportiert. Im Anschluss daran wurden die hintersten Winkel des Ghettos durchkämmt, einige Versteckte aufgespürt und erschossen, nur sehr wenigen, kann man an zwei Händen abzählen, gelang die Flucht. Die anthropologischen Fotos entstanden, darüber haben wir schon gesprochen, unter furchterregenden äußeren Umständen. Soweit die Männer aus religiösen Gründen Bärte, Schläfenlocken getragen hatten, mussten sie diese auf deutschen Befehl längst abschneiden. Die Frauen sorgten sich um das Allernötigste für ihre Familien und den Kindern war längst schon jede Unbeschwertheit genommen. Das sieht man an den grell ausgeleuchteten Bildern. Deswegen hatten wir, Margit Berner, Stefanie Bora, Ulrich Baumann und ich als Kuratoren, die verschiedensten Bedenken, diese Fotos überhaupt zu zeigen. Wir haben sie uns dann entschlossen,
zeigen Sie in einem Archiv der Bilder. Und wir verwenden sie sehr begrenzt in einer aufklärerisch gedachten Ausstellung. Wir haben daher versucht, die Bilder in möglichst diskreter und jeweils begründeter Form zu zeigen und, so, und sie so weit wie möglich, das haben Sie schon gesehen, um Fotos zu erkennen, ergänzen, die freiwillig, also gewissermaßen unter zivilen Umständen entstanden sind. Unabhängig davon hatte Margit Berner im Lauf der Jahre mit allen für sie noch erreichbaren Überlebenden und deren Nachfahren Kontakt aufgenommen. Natürlich bot sie ihnen auch Kopien der Fotos ihrer ermordeten Eltern und Geschwister an, schickte sie allerdings erst, nachdem sie die Empfänger über die Art der unter Zwang entstandenen Fotos vorbereitet hatte. Sie erhielt darauf ausnahmslos tief bewegte und auch bewegende Antworten aus dem Kreis der 1942 fotografierten Thanhofer Familien, leben unseres Wissens nach noch drei Menschen. Steve Israeler in New York, Ita Kupfermann Asif in Israel, Franja Eisenbach Haverland in Paris. Ihnen und den Kindern schon verstorbener Überlebender kommt hier das letzte Wort zu. Und das ist dann auch der Schluss unserer Veranstaltung. Franja Eisenbach Haverland lebt in Paris und schrieb 2007 in ihrem Buch Tant que je vivrai, Tarnow, Plaschow, Auschwitz, Birkenau et Outre-Camp. Nach 60 Jahren im Sommer 2002 erhielt ich aus Wien neue Nachrichten über meine Familie. Das war ein Schock. Ich sah mein eigenes Bild, die Bilder meiner Brüder und meiner Eltern. Aber ich habe keine Erinnerung, wie und unter welchen Umständen diese Fotos entstanden. Steve Israeler platzierte die letzten Fotos seiner Eltern und Schwestern an einem Ehrenplatz, Place of Honor, wie er mir schrieb, in seiner New Yorker Wohnung und schrieb dazu 2019. Dafür, dass sie mir bei ihrem Besuch im Jahr 2002 die mir unbekannten Fotos meiner gesamten Familie überbracht haben, bin ich ihnen unendlich dankbar. Ebenso für die Notizen der Nazi-Anthropologen, die uns als Untermenschen ansahen. Die in Brasilien lebenden Söhne von Nathan Katz, Paulo und Johnny Katz, reagierten auf die von ihnen gewünschte Zusendung der Fotos im Februar 2020. Wie Sie sich vorstellen können, überwältigten uns angesichts der Bilder unserer Familie Freude und Erschütterung, zumal angesichts der geschichtlichen Umstände. Sie besagen viel über unsere Vorfahren. Die Bilder lassen sie als wirkliche Menschen erscheinen. Wir stammen von ihnen ab. Wir sind ihre Nachgeborenen. Simon Engelhardt, der Sohn von Rachela Goldstein Engelhardt, lebt in New Jersey und bedankte sich im Februar 2020. Es ist unglaublich, von meinen Großeltern, Tanten und Onkeln, die ich nie zuvor gesehen habe, Fotos in Händen zu halten. Ich möchte mit Ihnen so bald wie möglich über meine Familie sprechen. Vor allem bin ich auch am Inhalt der Frage, auf den Inhalt deiner Fragebogen neugierig, die Sie mir zusandten. Im Februar 2020 forderte Geoffrey Beicher die Fotos an. Er lebt in Georgia, USA und ist der Sohn von Israel Beicher, der 2007 verstorben ist. Liebe Frau Dr. Berner, anbei schicke ich Ihnen zwei Fotos meiner Eltern aus glücklicheren Tagen. Ich bin auf alle weiteren Fotos und Informationen, die Sie über die Familie meines Vaters herausgefunden haben, sehr gespannt. Die Fotos, die Sie mir liebenswürdigerweise geschickt haben, waren die ersten, die ich jemals von meinen Großeltern und meiner Tante gesehen habe. Es fällt mir schwer, Ihnen meine Gefühle zu beschreiben.
Ich achte Ihre Arbeit und die Ihres Teams außerordentlich. Es ist wichtig, alle diese Tatsachen zu veröffentlichen, zumal dann, wenn man sich die Spannungen und Streitigkeiten der Gegenwart vor Augen führt. Ich träume davon, dass wir irgendwann begreifen, dass wir alle einer Gattung angehören, der Gattung Mensch. Helene Lateiner, die Tochter von Michael Karl, der dank seiner Flucht in die Sowjetunion überlebte, schrieb im Januar 2019 aus den USA. Wie Sie vermutet haben, überkamen mich sehr widersprüchliche Gefühle. Trauer und Freude zugleich. Nach so langer Zeit erfuhr ich plötzlich so viel über meine Familie. Natürlich, ich weinte stundenlang. Ja, das ist tatsächlich die Familie meines Vaters. Und nun weiß ich, wie sie aussah. Unglaublich, all das, was ich von Ihnen über die Geschichte meiner Familie erfahren konnte. Nachdem Margit Berner im Januar 2020 die Familie von Ita Kupfermann in Israel kontaktiert hatte, antwortete Shulamit Asif, die Tochter von Ita Kupfermann Asif, die noch immer lebt in Israel, das haben wir schon gehört. Danke für Ihre Sendung. Es lief mir kalt über den Rücken. Ja, das ist die Familie meiner Mutter. Alle Namen stimmen. Wir besitzen über sie nicht viele Unterlagen, schon gar keine Fotos. Meine Mutter konnte nur sehr wenige Fotos von Verwandten bekommen. Auch wurde in religiösen Familien nur selten fotografiert. Meine Mutter lebt noch. Sie ist 91 Jahre alt und ich bin sicher, dass sie erfreut sein wird. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir die Materialien geschickt und erklärt haben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie überwältigend es ist, meine Großeltern, meine Tante und meinen Onkel zum ersten Mal zu sehen. Für uns ist jede Information wertvoll. Bevor sie auftauchten, waren mein Großvater und meine Großmutter, mein Onkel und meine Tante nur Namen. Ich wusste nichts über meine Vorfahren. Das Schlimmste ist schon passiert. Jetzt ist alles ein Geschenk. Das von Überlebenden errichtete Denkmal auf dem jüdischen Friedhof besteht aus einem Säulenfragment der 1939 zerstörten neuen Synagoge. Die Inschrift auf dem Sockel erinnerte an die gesamte jüdische Gemeinde von Tarnow und lautet: Hier ruhen 25.000 Juden, die durch die deutschen Banditen zwischen dem 11. Juni 1942 und dem 5. November 1943 bestialisch ermordet wurden. Unter den Kindern sind Israel Ungar ganz rechts und dessen Bruder Kalman links neben der Säule zu sehen. Zusammen mit 7 anderen Juden hatten sie in Tarnow in der Dagnan-Mühle im Versteck überlebt. Versteckt und versorgt hatte sie der christliche Pole Augustin Dagnan. Von den anthropologisch fotografierten Kindern, Frauen und Männern müssten statistisch etwa 250 bei der ersten Aktion ermordet worden sein. Die wenigen Überlebenden berichten vom gewaltsamen Tod ihrer Familienmitglieder bei den Massenmorden 1942. Von dem Kreis der 631 Familienmitglieder fand ich Spuren von 41 Überlebenden. 10 Männer und eine Frau retteten sich in die Sowjetunion, nur 26 überlebten den Holocaust im deutsch besetzten Polen. Von diesen konnten 4 Männer fliehen und sich versteckt halten. 13 Männer und 9 Frauen überstanden die Torturen im Ghetto und in den Konzentrationslagern. Von den allermeisten existiert nur das in der Situation und Verfolgung und Zwang entstandene letzte Bild vom März 1942. Von 76 Familien fand sich kein Hinweis, dass ein Familienmitglied nach dem Krieg noch am Leben war. Von 51 Familien, also knapp der Hälfte, konnte nach 1945 niemand mehr mitteilen, dass sie ermordet worden war.
Von ihnen findet sich auch in der Opferdatenbank von Yad Vashem, der Hall of Names, keine Spur. Obwohl dort inzwischen 4,5 Millionen im Holocaust ermordete Juden namentlich vermerkt sind, also 75%. Das heißt, fast von jedem zweiten jüdischen Familie in Tarnow lebte nach 1945 niemand mehr, kein Cousin, keine Nichte, kein Freund, der diese Verwandten oder Freunde als ermordet melden konnte. Ja, wir bedanken uns für das Zuhören und ja, das war unser Beitrag zu dem heutigen Tag. Danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein sehr, sehr eindrucksvoller und berührender Vortrag, begleitet von den Bildern. Ganz herzlichen Dank, Frau Berner. Ganz herzlichen Dank, Herr Ali. Ich bedanke mich auch bei dem Präsidenten unserer Universität für sein Grußwort und bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme. Ich möchte Sie hinweisen darauf, dass die Ausstellung Der kalte Blick gegenwärtig in Berlin in der Topographie des Terrors zu sehen ist. Ich kann sie Ihnen sehr, sehr empfehlen. Ich habe sie selber im Sommer in Wien gesehen. Sie ist so eindrucksvoll, wie Sie eben auch den Eindruck bekommen haben. Hinweisen möchte ich Sie auch auf den Katalog zur Ausstellung, begleitend zur Ausstellung. Ja, ganz herzlichen Dank und damit beenden wir unsere Veranstaltung, die gemeinsam vom Präsidium der Goethe-Universität und dem Fritz-Bauer-Institut aus Anlass des 27. Januar veranstaltet worden ist. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen.